Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in Hero Zero. Und ja, heute wird es etwas anders. Naja, was heißt etwas anders? Ich werde einfach nur fürs Wochenende zwei Videos vorproduzieren und deswegen kommt nach diesem Video hier noch ein Video im Anschluss. Also wundert euch da nicht, wenn ihr dann seht irgendwie, oh, er hat ja schon irgendwie alle PvPs gemacht oder dies oder das. Ich werde euch auch sagen direkt im Vorfeld, was wir jetzt machen in dieser Folge und in der nächsten Folge. Wir werden in dieser Folge einmal PvPs machen, werden die Gegenstände hier verkaufen und werden uns noch fürs Kondi-Set neue Kondi-Teile herstellen und werden in der nächsten Folge werden wir wieder ein Part Kondi-Sondereinsätze kloppen und noch mal kurz ins Heldenversteck schauen. Ja, ich denke, wir fangen direkt an und natürlich gibt es dann für jeden Tag dazu natürlich auch wieder ein Weihnachtsgedicht und heute gibt es noch mal im Vorfeld auch noch mal das Kalendertürchen, was ich morgen, also für die morgige Folge dann nicht vortrage. Das kommt dann erst wieder am Montag. Ja, und heute in der 15 war ein Adrenalinbooster, der reduziert die Zeit um 30 Minuten für einen Tag. Ja, das ist verkürzte Zeit soweit. Finde ich sehr gut und damit kann man leben, finde ich. Ist jetzt nichts Besonderes, aber ja, bin ich auf jeden Fall mit zufrieden. So, wir verkaufen einmal diese beiden Sachen hier und gucken einmal auch noch schnell die Mails. Hier möchte noch jemand Hilfe haben und dann werden wir einmal die PvPs auf jeden Fall noch machen. Aber vorweg möchte ich einmal mit euch hier ins Lager und diese beiden Gegenstände noch upgraden, damit wir wieder ein bisschen neues Kondi-Set haben, damit sich das wieder ein bisschen erfrischt, sage ich mal. Und schauen wir mal, wie es kommt. So, legen wir einmal an hier und dann werden wir es direkt einmal modifizieren. Und dann werden wir gleich vergleichen. So, und da gucken wir schon, das ist schon mal Minus. Hier können wir uns direkt anschauen. Die Schuhe sind direkt besser. Ja, das heißt, diese hier, ja, die machen zwar so jetzt gerade Plus, aber wenn ich sie so anlege, dann sind sie auf jeden Fall schlechter. Gut, die können wir direkt verkaufen, wenn sie sich verkaufen lassen. So, zack, einmal hier rüberziehen. Dann kommen die Schuhe einmal hier rein in den Slot. Dann werden wir wieder weitermachen. Einmal die Schuhe wieder anziehen. Dann werden wir einmal den Gürtel anlegen. Den werden wir auch modifizieren. So, der hat jetzt auch schon weit über 1000, ne? 1271, ja, das ist sehr nice. Und jetzt haben wir hier den Gürtel. Genau, der macht wieder Minus. Wir können es auch nochmal vergleichen. So, zack, hier, der macht Plus. Und den lassen wir direkt da drin. Den verkaufen wir. Das Ganze macht einmal 50 Plus. Nicht schlecht. Das ist schon jede Menge. So. Ja, ist schon wieder eine Anfrage. Mensch, Leute, ihr braucht aber immer viele Batterien. So, ist ja der Wahnsinn, ist ja der Wahnsinn. So, dann gucken wir mal weiter. Dann wollten wir noch einmal PvPs machen. Und ich glaube, ich habe auch noch eine Trainingseinheit. Ja, habe ich richtig geraten. Habe ich noch ein bisschen in Erinnerung gehabt. Dann können wir die gleich auch noch mal zu Ende mitmachen. Und wir gucken einmal hier, was wir an PvPs mitnehmen können. Und dann kommt noch zu guter Letzt das Weihnachtsgedicht. So, wir schauen mal. Ich würde sagen, einmal den Lauwen oder Lauwen, wenn er so ausgesprochen wird, nehmen wir hier einmal locker mit. Und man sieht schon, ich bin auch mit meinem oh, Adrenalinboost müssen wir erstmal wieder erhöhen. Ich bin mit meinem Wert und zwar dem den Intuitionswert hier schon fast auf 17.000. Das ist schon relativ viel, muss ich sagen. Also es geht gut voran. Na gut, das jetzt mit Boost, mit einem anderen Boost, also ohne Boost habt ihr ja auch gesehen, wie weit das Ganze erhöht war. Und ja, so mit Boost sieht das Ganze natürlich dann auch noch mal wieder besser aus und ich habe wirklich mehr Chancen und es muss auch einfach so sein, weil ich auch immer viele Münzen hier mitnehmen will und alles. Und das ist mir, wenn mir das verfällt, dann ist das einfach mir zu wenig wieder. So. Den
Kaycray haben wir auch umgehauen. Vantus, ich nehme auch immer meistens die unteren, die sind immer am schwächsten, so gesehen. Nicht vom Level her meistens, aber auch so generell, die sind mehr, also die sind nicht so stark und da kann man eigentlich die immer gut umhauen. Wenn man oben die höchsten nimmt, die haben meistens in viele Bereiche rote Farbe, wie zum Beispiel der Star King, der wird hier angezeigt, oder die Lady Psyche und ja, das sind dann halt mehr so die schwereren, die ich sowieso nicht schaffe, deswegen nehme ich immer den allerletzten hier in der Reihe und den schaffe ich meistens immer. Und das ist ganz gut. So, da ist er nochmal. Nehmen wir noch einmal mit. Und was gibt es diesmal? Nur einen schlechten Gegenstand und dann noch einmal den Revo. So, dann haben wir es auch schon wieder. Gut, wunderbar. Können wir noch mal ein paar schlechte Gegenstände verkaufen, würde ich sagen. Und dann kommen wir auch direkt zum Gedicht. So, einmal das hier, einmal die Maske. Ja, 53.000, ja, knapp gute 54.000 Mille habe ich hier auch schon wieder zusammen. Sehr nice. Gut, dann kommen wir zum heutigen Gedicht. Und das Gedicht heißt Bratapfel. Ja. Kinder kommt und ratet, was im Ofen bratet. Hört, wie's knallt und zischt. Bald wird er aufgetischt. Der Zipfel, der Zapfel, der Kipfel, der Kapfel, der gelbrote Apfel. Kinder, lauft schnell, holt einen Teller, holt eine Gabel, sperrt auf den Schnabel. Für den Zipfel, der Zapfel, den Kipfel, den Kapfel, den goldenen Apfel. Sie pusten und pusten, sie gucken und schlucken, sie schmatzen und schmecken, sie schlecken und sie lecken und schlecken, den Zipfel, den Zapfel, den Kipfel, den Kapfel, den knusprigen Apfel. Ja, und das war ja auch schon. Das war das Gedicht von dem Bratapfel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, das wär's dann auch erst einmal wieder für diese Folge. Wir sehen uns dann im Anschluss, sage ich mal. Diese Folge geht ja direkt hier weiter in Anschluss. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut und schaltet wieder mit ein.